Das ist echt gemein. Was? Ach so. Hat Demon's Souls Lore technisch was mit Dark Souls gemeinsam? Das habe ich gerade nicht gelesen. Darüber ein Lore-Video bevor. Also, erstens, nee, die haben lore-technisch gar nichts miteinander zu tun, außer dass sehr viel aus Demon's Souls für Dark Souls recycelt wurde. Aber zweitens habe ich das vor, Lore-Videos zu dem Spiel zu machen, bevor es kommt. Also das Remake, das Remaster. Was ist denn jetzt los? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werfe eigentlich so ziemlich mit den gleichen Einstellungen. Und jetzt plötzlich guckt euch das da an. Also ein bisschen über den zweiten Teil. So viel Power wie möglich und so viel Linksdrall wie möglich. Das hat schon so manchen Strike verpasst. Aber irgendwie sind die Strike-Geister... Die sind nicht mehr bei mir. Die haben mich verlassen. Aber wenigstens räume ich jetzt noch alle ab. Wie nennt man das gleich nochmal? Spare, genau. Wo ist denn der Kegelpizza hin? Habt ihr das gesehen? Der ist irgendwie oben durchgeglitscht. Der ist abgehoben. My people need me! Und ist auf seinen Heimatplaneten. Kegeluni. Oh. Na ja, mal schauen. Ja. Oh, au. Ups. 652 haben wir insgesamt. Cool, immerhin. Kriegen wir das Eichenblatt. Ich hätte schon gern den kurvigen Talisman. Aber jetzt noch bis 1400 kegeln. Das dauert mir zu lange. Das ist ja mehr als das Doppelte von dem, was wir jetzt bis jetzt erspielt haben. Wir müssen ja nicht alles auf einmal kegeln. Wir können ja später nochmal herkommen. Ich glaube, ich... Nee, wir hören jetzt auf. Keep working hard now, handsome. And never forget, you have the potential to go semi-pro someday. You mustn't let that talent go to waste. Okay. Wir kommen bestimmt früher oder später wieder hierher und dann können wir weiter kegeln. Kommt jetzt der Totenkopfkerl wieder? When the sun awakens, catch the tip of the baby bear's tail at the false altar. At the entrance to the other world will reveal itself to you. Zack, it's another oracle. It appears that we're being guided by a mysterious power. This oracle is a simple one. The false altar. You already know what this is, right? Der Altar der Lügen. Ich glaube, ich weiß nicht, was das ist. The place where Lise Clarkson's body was first discovered. She was found under a bridge at some sort of altar, as if she was being worshipped. That's what Chef David said, right? Entschlüsseln Sie das Orakel. When the sun awakens, refers to dawn, of course. And the tip of the baby bear's tail is the North Star. At dawn, look straight to the north from where Lisa's body was found. On the surface, this oracle may seem tricky and convoluted, but it's still mere child's play. Pathetic. Das ist schon krass. 30 perfekte Spiele für die 9000 Punkte Belohnung. Ja, das ist schon echt übel. Zack, let's follow the oracle and head to where Lisa's body was found.
Nee, 10 sind doch nur 3000, oder? Wenn ein perfektes Spiel 300 bringt. Ist ja wurscht, auf jeden Fall viel zu viele. I don't know what other world refers to, but I'm sure we'll find out once we get there. Oracle? That's right, Patty. This case is a rather complicated one. So Zack and I are following oracles given to us by a skeletal gentleman in order to crack it. Von 6 bis 8 Uhr, das können wir heute eh nicht mehr machen. What'll it be, honey? Is this place a bowling alley or a restaurant? Oh my lord, what's wrong, honey? Can't tell the difference? It says restaurant right there on the outside. And how do you explain that, then? That's so the customers can bowl while they eat. Convenient, ain't it? If you want to bowl, honey, you'll have to ask Mrs. Carpenter to open up the lane for you. But if you just want to eat, then all you need to do is call my name. Got it? Oh. Come back anytime. You ain't gonna find any better Cajun food in all of Louisiana. Wo wir Reis herkriegen, habe ich immer noch nicht rausgefunden. So, jetzt gehe ich mal zurück ins Hotel und schau mal, ob ich die Angestellten da schon wieder finden kann. Also kriegt man in der Bowlingbahn auch was zu essen, wie im Restaurant, genau. Und wie im Hotel und überhaupt. Ist das nicht normal? Naja, vielleicht nicht. Wenn ich so an Filme denke, so amerikanische Kegelbahnen, essen die eigentlich selten. Aber ich kenne das schon irgendwie, so aus Bayern zumindest, dass da bei der Kegelbahn immer auch was zu essen und zu trinken gleichzeitig gibt. Vielleicht jetzt nicht gleich ein Restaurant, aber zumindest so Snacks, Brötchen. Schon auch so Gulasch und so Zeugs eigentlich, doch, doch. Doch, doch, doch. This is Lucari Tiger. Do you read me? Over. Lucari Tiger to DC Eagle. Do you copy? It's Daddy. Hurry up and answer. Ach so. Okay. This is DC Eagle. I read you loud and clear. Over. Oh, good. Mr. York. I'm sure glad you picked up. There's no point in using code names if he's just going to say my real name. Mr. York, can you hear me? Hey, Mr. York! Oh, right. Over. DC Eagle to Lucari Tiger. Is something wrong? Over. Mr. York, I got something I need to tell you ASAP. Just sit tight and listen, okay? Over. Roger, Wilco. Go right ahead. Over. I just happened to overhear some of the Clarksons talking on another channel. Apparently, Lisa's mother's been missing since early this morning. I reckon it might be related to the case, so I wanted to let you in on it right away. Oh, over.
Lisa's mother. You're referring to Galina, the social butterfly? Over. Another special agent slam dunk. So, you already did a little research on her, huh? Yeah, that's right. The one who's gone missing is the younger of the Clarkson sisters, and our town's queen of the night. No one can slip one past me, because I'm the ultimate FBI agent, Francis York Morgan! My proverbial hat goes off to your investigative skills, sir. Anywho, Galina used to be an actress, and she's also real pretty in the face. Draws, if you happen to spot her while you're investigating, would you let me know? Oh, yeah. Over. Wait. Hey, Mr. York, what do you say we cut this out, huh? Over this, over that. It all seems kind of overblown, don't you think? Besides, I reckon we're the only ones listening to this. No need to be so stiff, right? Yes, Melvin, I agree. There's no need for us to cling to formalities. Glad to hear it. I ain't never been too good with formalities, you feel me? Well, Mr. York, if I hear any more news, I'll be sure to let you know. Ich meine, die Stadt ist sehr klein. Ich glaube, die können kaum weit genug voneinander entfernt sein, dass sie sich nicht mehr erreichen über das Funkgerät. Insofern, warum nicht? Good luck out there. Daddy's such a goofball. Patty, do you think Galina is really as beautiful as people say? I don't know, I guess. Men just seem to like women like her for some reason. Who's more beautiful? Galina or your mother? What? Candy Woods, your mother. Melvin said she was the prettiest girl in town. How should I know? Ja, gerade beschlossen, dass du morgen bowlen gehst. Huh. That's a stupid question. Why is it stupid? My mom is sick. Ich bin gespannt, was mit ihrer Mutter ist. Sie ist bestimmt schon tot oder so, oder irgendwas stimmt da nicht. We step right into a private matter without any shoes on. But these things are bound to happen. After all, I'm a special agent of the FBI. And there isn't an organization out there that's more well-versed in the art of infringing on people's privacy. Okay. Die Quest können wir jetzt heute eh nicht mehr machen. Warte mal, was ist denn das da für ein Symbol? Irgendein Ausrufezeichen. Fahren wir mal hin, würde ich sagen, oder? Hey, Zack. No, nothing. Just... Warte mal, ich stecke irgendwie fest. Okay. Hey, Zack, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand. And Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That's sir. Oh. Hey, Zack. No, nothing. Just felt like saying that. Hey, Zack, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. Irgendwo
Hier war das Symbol gerade noch. Und jetzt ist es irgendwie weg. Es ist gerade 9 Uhr geworden. War das vielleicht nur bis 9 Uhr verfügbar, was auch immer? Und jetzt ist es verschwunden, oder? Sehr seltsam. Verstehe ich nicht. Hier sind nur wieder diebische Eichhörnchen, oder? Na, wartet. Wollt mir schon wieder meine Sachen klauen. Nix da. Irgendwo war mal so ein seltsames, leuchtendes, blaues Eichhörnchen. Aber ich hab's leider nicht erwischt. Und jetzt ist es zu spät. Das Symbol ist wirklich verschwunden. Sehr seltsam, oder? Eigentlich wollte ich nur in mein Hotel. Und jetzt habe ich mich verlaufen. Da lang müssen wir ins Hotel. Dadurch, dass unser Skateboard noch keine... Oh, ich sehe UFOs am Himmel. Gleich 2. Wollte ich wohl näher ran, oder? Das wollte ich nicht. Aber das hebt die UFOs auch hervor. Okay. Das ist aber... mit der Waffe schon echt super schwer zu treffen, oder? Geht's überhaupt? Ist es überhaupt möglich? Ja, es ist überhaupt möglich. Und, was ist rausgefallen? Eine hochwertige Glasperle. Versuche ich das da auch noch runterzuschießen. Oh Mann, ey, ich kann nicht so hoch zielen. Das wird wirklich schwierig mit der Waffe. Aber ich meine, theoretisch ein paar Kugeln verschieße ich noch an das Ding. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Stimmt, das sind keine UFOs, sondern Wetterballons. Ich bin jetzt ein FBI-Agent. Ah, das verbraucht mir zu viel Munition und ich treff's nicht. Ah, ich hab Bock. Oh, da ist ein leichteres, viel leichteres UFO. Oh, da auch. Das ist ja gleich vor mir. Hier sind überall UFOs. Ich meine, es sind halt auch wirklich Ballons in dem Spiel. Ein alter Teller. So, so. Und eine gewöhnliche Glasperle. Mit den Glasperlen könnten wir jetzt, glaube ich, im Voodoo-Shop endlich wirklich was herstellen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber jetzt will ich trotzdem noch mal kurz ins Hotel. Oder was ist denn das für ein Symbol? Ich schau mal kurz nach. Boah, ich hoffe, dass man irgendwann seine Ausdauer hochstufen kann, weil die ist schon sehr niedrig. So, irgendwo hier ist was. Seil und alter Stoff. Oh, noch was. Ich habe noch was übersehen irgendwo. Also die Framerate hier in der Stadt ist wirklich krass. Es fällt einem schon echt schwer, hier irgendwie anständig zu steuern, einigermaßen. Ist das etwa der Voodoo-Laden? Ich glaube schon, oder? Perfekt. Na dann, wenn das so ist. Dann gehen wir gleich mal rein. Vielleicht können wir wirklich jetzt schon unseren ersten Talisman bauen. Unseren ersten Fetisch. Schauen wir mal, wie das dann funktioniert, die Fetischmechanik in dem Spiel.
Vielleicht können wir, ich hätte gern am liebsten, ich meine, es gibt echt nützlichere Fetische, aber ich hätte am liebsten fast gern einen Skateboard-Fetisch, um zu sehen, ob man dann irgendwelche coolen Moves kriegt. Irgendwelche coolen Tricks. Verily. Fetisch herstellen. Mhm. Nee, alten Stoff habe ich nicht genug, aber wir können jetzt eine Kette herstellen. Zumindest ein paar davon. Nur eine Handvoll. Und zwar entweder verbessert die Eigenschaft der Waffe plus 2 Reichweite plus 2 Schaden oder plus 2 Nachladegeschwindigkeit. Ich glaube, ich hätte am liebsten Schaden. Reichweite ist, glaube ich, schon auch nicht schlecht, aber ich hätte gern Schaden. Genauigkeit, aber ja, Schaden. Okay, jetzt haben wir einen Talisman hergestellt. Und jetzt könnte ich den theoretisch auch verbessern, aber geht halt nicht. Where's the thing I just bought? Ja, genau. All awaits thee at the altar. Altars exist, whether thy needs exist. The bedchamber of thy hostelry doth possess one therewith. So where's my thing? All altars lead to the other realm. Thusly, all periapts in thy possession may be confirmed at any altar. The other realm? Forsooth, any mirror may metamorphose into an entrance to the other realm. Prithee, say thou doth grasp this wisdom. You can see the same world as the skeletal gentleman? I am the mirror. As my name doth suggest, I am the looking glass given flesh. Zack, it appears that there's still a lot about this world that we don't understand. This is the deep south. There's no telling what might happen next. Okay, das heißt, mein Fetisch liegt jetzt hier auf dem Altar ums Eck, oder? Ja, yeah, unsere erste abgeschlossene Nebenquest. Hurra! Okay, gehen wir mal zum Altar jetzt. Der Altar kann mit Fetischen bestückt werden. Wählen Sie zunächst den Ort, an dem du den Fetisch platzieren möchtest, werden soll, werden haben tun. Anfangs ist die Zahl der Fetische, die platziert werden können, stark begrenzt. Sie können mehr Platz schaffen, indem sie mit Izuli Frida ihren Altar erweitern. Nicht nur die Anzahl der platzierbaren Fetische, auch die Zahl der Konfigurationen der Waffen und der damit verbundenen Waffenslots können erhöht werden. Über je mehr Waffenslots sie verfügen und je besser sie die einrichten, desto besser können sie auf die verschiedenen Situationen im Spiegel reagieren. Was? Man wird ja überschwemmt mit Informationen. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt los ist. Ist das der Film? Ob das legal ist? Aber ich meine, es ist auf YouTube, oder? Das sollte man meinen. Aber das ist cool. Ich würde mir eh gern, wie ich schon gesagt habe, ich fände eh die Filme, die er hier die ganze Zeit referenziert, finde ich eh super interessant. Würde ich mir alle gern anschauen, die ich noch nicht gesehen habe. Und die ich schon gesehen habe, meistens auch nochmal. Weil es meistens coole Filme sind, über die er redet. Bla 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 bla. Die Erweiterung des Altars kostet Geld und Materialien, aber die Vorteile daraus sind in jedem Fall wert. Körper-Upgrade, Waffen-Upgrade. Ich habe bis jetzt kein Körper-Upgrade, befürchte ich. Also Waffen-Upgrade. Na guck mal, da ist meine Alligator-Pistole. Aha. Nice. Und jetzt platziere ich hier meinen plus 2 Schaden-Talisman. Okay. Und jetzt habe ich plus 2 Schaden für meine Pistole. Körper-Talisman haben wir leider nicht. What a strange feeling. It looks like there are spots to place other items as well. If we find anything that seems like it might fit, let's bring it back here. After all, what do we have to lose? What? You think that sounds like a pain in the neck? Come on now, Zack.
Surely you know that all rituals work this way. Blessings from beyond will only come to those who exhibit the finest level of courtesy and reverence. In short, they're reflections of the self. Only with a mind deep in the dirt will you know true tranquility. Then your body will turn to dust and dance with the wind. Ich finde das irgendwie eigentlich ein ziemlich cooles System für das Spiel, finde ich. Also so ein Progressionssystem, dass ich quasi aus Sachen, die ich finde, die ich loote, die ich sammle, Fetische baue, damit einen Altar schmücke, was mir dann quasi permanente Bonis gibt. Für Waffen, für Körper und auch für Skateboardfahren natürlich. Eigentlich ist das irgendwie cool, das gefällt mir. Und dann kann ich aber die Fetische auch noch hochleveln einzeln und sowas. Ja, finde ich gut. Hm? Who came up with that quote? That one was all me, Zach. Oh, warte mal. Die Zustandsveränderung dreckig und versifft. Ich glaube, unser Anzug ist irgendwie dreckig, weil wir den nicht gewechselt haben. Stimmt. Bestimmte Aktionen führen dazu, dass ihre Kleidung verdreckt. Mit dreckigen Anzügen werden sie beim Betreten eines Geschäfts mitunter als Belästigung angesehen. Geben sie ihre Kleidung in die Reinigung oder benutzen sie entsprechende Gegenstände, um sie wieder in den Zustand zu bringen, wie für einen FBI-Agenten, wie sich für einen FBI-Agenten gehört. Alles klar. Mehalama. Na dann. Be at ease, for I hath foreseen thy utterance. And doth accept it. Ja, Leute, stimmt, ob wieder fliegen können, kommen. Aber wenn die mich dann alle eklig finden und nicht mehr mit mir handeln wollen oder so, ist es problematisch. Bis jetzt sehe ich noch keine Fliegen. Also bis jetzt ist es vielleicht noch gar nicht so schlimm. Schauen wir mal. Ich mag das Spiel jetzt schon. Und ich bin mir sicher, dass sich die Story noch ziemlich entwickeln und eskalieren wird hinten raus, wie sich das gehört. Und das finde ich gut. Ich bin gerade wirklich müde. Jetzt ist es gerade mal 8. Zwar nicht 8 Uhr morgens, sondern 8 Uhr abends. Das ist ein Problem. Okay, ich wollte ins Hotel noch schauen. Wegen der Ventilquest. Damit wir endlich mal duschen können. Das hilft vielleicht auch gegen unseren Schmutzzustand. Stand da gerade ein Kerl in Unterhose am Straßenrand mit Unterhemd und Unterhose? Vielleicht, wahrscheinlich. Oh, es passiert was. Hat sie ihn ausgelöst. Oh oh, was ist denn jetzt los? Eichhörnchen! Okay. Hey, you! You're FBI, right? And who might you be? I'm Raven, but around here they call me the Speed Witch. You're here investigating the lease case, yeah? And instead of a car, you're using a skateboard? For real? You've already become the talk of the town, you know? Anyway, I was just wondering if you needed any help. What's your name? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Okay, Yorkie it is! I'm actually testing out a new kind of business right now. And I was hoping you'd be down to try it out, Yorkie. What kind of business are we talking about here?
I drive my customers to wherever they want to go, and once we get there, they pay me. Now that I think about it, I reckon it ain't much different from a taxi. Seems a bit strange to call it a new type of business, then. Only 'cause you haven't heard the details yet. Here, let me explain. I got a feeling that in the future, cell phones are gonna get more advanced. And people are gonna be able to just order taxis from their phones whenever they need to get somewhere. So I'm thinking, hey, why don't I just start a company that instantly sends out drivers to take folks from point A to point B? How? I want to make it so that anyone out there can just register on my site as a driver. I'm talking normal people, not pros. Then once we get a request, we'll just send out the driver who's closest to the customer. It'll be a hell of a lot more convenient than public transportation, and faster than any normal taxi company. I'm positive it'll be a big hit. And I'm gonna call it Wyvern. The logo will be a Y and a V. Cool, yeah? Is that legal? Beats sure. Me. But if I hire them all as independent contractors, I reckon it'll work out. See, that means each driver and customer will be bound by their own private agreements. My company will just provide them with a platform to hook up. Squeaky clean, right? Now, here comes the fun part. I want to help you get around while you're in our town, Yorkie. For a fee, of course. Keep an eye out for my balloons. Whenever you see one in town, give me a whistle and I'll be there. Why not invite me to use your site, then? Why are you out here driving around? I'm still experimenting with this business model. My site isn't open yet, and I'm still trying to figure out what sort of fees will work best. So I decided to go find myself a customer to get a feel for how things will really go. Well, wanna ride? Zach, that was quite the spiel, wasn't it? This seems like little more than a scheme to make some pocket change from carpooling. What's new about that? Although it will be a bit hard for us to keep investigating here for days with nothing but a skateboard. What do you think? Should we accept her offer? Yeah, if it's good. Die Uber-Erfinderin, nur dass es Wyvern heißt, was eigentlich viel cooler ist. Und sein Anzug ist wirklich dreckig. That's what I'm talking about. Leider keine Fliegen, aber sichtbarer Dreck. Come on, get in, get in. Eigentlich wollte ich aber ins Hotel. Ich will gerade gar nirgends hin eigentlich. Ja, dann bring mich halt schnell darüber, wenn es sein muss. Damit wir das mal gemacht haben. Wyvern. Cool. Wyvern freigeschaltet. Überall in Le Cre. Ich kann mir nicht merken, wie das aussprechen. Sind Wyvern-Ballons aufgerichtet? Die habe ich schon gesehen, bla bla bla. Im Gegensatz zu Skateboarden kostet diese Art der Fortbewegung natürlich Geld. Allerdings ist es um einiges schneller. Kommt ehrlich gesagt auf die Strecke an. Ich glaube, die Ladezeit gerade eben war irgendwie nicht sehr viel kürzer, wie wenn ich kurz mit dem Skateboard drüber gefahren wäre. Aber gut. Vom Fahrdienstschalter im Hotel aus können Sie außerdem Ravens Geheimtipps ansteuern. Aha, probieren Sie es aus. Okay. Jetzt fahren wir erstmal wieder zurück zum Hotel. Ich glaube, das war genauso oder? Das glaube ich hat nicht viel Unterschied gemacht. Ich drücke immer die falsche Taste. So.